Mit Sam und Matthias unterstützend an ihrer Seite geht's zum Queer-Event in die Kölner Innenstadt. Gina Lisa ist dem weiche Knie-Kollaps nahe. Ich kipp gleich um. Ich bin aufgeregt. Die Bude ist bumsvoll und die Probezeit bei Sam war sehr knapp. Aber ist das nummeriert? Zack, die Bohne sind ja. Hier schon bei der Rätselkategorie angelangt. Bei den Express die Bohne, das bist du. Im Jahr 2000. Deswegen würde ich nun die Frau nach vorne bitten für eine Laudatio, die selber sowohl auf Männer als auch auf Frauen steht, die sich einsetzt und sehr solidarisch ist mit der Community und nun hat den Express Queer Award vergibt in der Kategorie Organisation des Jahres. Gina Lisa. Ja. Hallo, ich hoffe erstmal, euch geht es gut. Ich habe so viel Text, ich weiß jetzt auch nicht, sonst rede ich immer so viel, ne? Aber wenn ich jetzt mal so Text vorgeschrieben bekomme, da bin ich auch ganz aufgeregt. Aber gut, wir bekommen das hin. Also, Liebe, ja, wer eigentlich? Darüber musste ich mir beim Schreiben dieser kleinen Rede erst einmal Gedanken machen. Ich stehe heute vor euch, um unsere tiefe Dankbarkeit und Wertschätzung für eure großzügige Arbeit auszudrücken. So, weiter geht's. So, herzlichen Glückwunsch zum Express Queer Award in der Kategorie Organisation des Jahres Anyway e.V. Herzlichen Glückwunsch! Ich war voll aufgeregt. Ich habe mir das jetzt nicht so vorgestellt, dass ich so aufgeregt bin. Hä, ich bin voll der alte Showhase und so. Du hast es zu Hause so schön, so gelassen, hast du das Hallo. Noch so präsentiert. Ich habe aber den ganzen Text vorgelesen. Das stimmt. Ah, Flocke ruft an. Jemand? Halte mal kurz. Flöckchen! Gina, mein Baby! Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, Flöckchen. Ich habe gerade so eine Laudatio gehalten und so, mit 5 Seiten lang. Und das war schon krass. Ich habe noch nie so viel Text irgendwie. Es waren 5 Karteikarten, ich habe keine DIN A4 Seiten. Du hast noch nie so viel Text gelesen, dein Leben. Wir sehen uns bald, okay? Machen wir. Tschüss, mein Schatz. Schönen Abend dir. Ja, bis dann, danke. Kuss, ciao. So. Freude bei Gina Lisa, Skepsis bei Sam. Ich traue diesen Flocke, diese Flocke, ich möchte einfach noch mal jemand anders Gina Lisa vorstellen, bevor sie sich für Flocke entscheidet. Und deswegen nehmen wir noch mal hier die heißen Girls unter die Lupe. Weißt du, was wir machen? Wir zwei setzen uns ins Spinnennest. Ja, wir setzen uns irgendwo schön abseits. Und der Sam soll uns mal so ein paar Mädels, wie bei Herzblatt, soll der die so Das mache ich gerne. Hier sind aber so wenig Frauen. Da muss man wirklich schon mit der Lupe suchen. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet Sam, der im Forsthaus Rampensau neben Matthias gern den Cheflästerer spielte, legt sich auf einmal ins Zeug, um die große Liebe für Gina Lisa zu finden. Ich wollte mal fragen, bist du eigentlich noch Single? Ja, ich bin noch Single. Echt? Ach du, ich hab da einfach kein Glück in der Liebe, das weißt du. Nee, aber vielleicht ja jetzt. Ja. Weil, pass auf, wir suchen die große Liebe für Gina Lisa. Ach, tatsächlich. Und kennst du die schon? Persönlich nicht. Da würde ich sie dir mal gerne vorstellen, wenn ich darf. Kannst du gerne machen. Ich lasse nur eine Sekunde allein. Ich kenne Steffi schon ein bisschen länger, und also nicht so gut, aber ich weiß, sie hat auch schon nach der großen Liebe im Fernsehen gesucht. Die 28-jährige Steffi hat bereits beim Bachelor und bei Princess Charming ihren Herzensmenschen gesucht, aber noch nicht gefunden. So. Hallo, das ist Steffi. Hi Steffi. Ja, bei dir? Also ich kenne dich. Ja? Ja? Ich weiß auch, wer du bist, aber persönlich haben wir uns noch nie kennengelernt. Man hat dich immer noch so gesehen im Fernsehen. Hast du heute auch eine Laudatio? Ja, ich wollte gerade sagen, war auch bei dir sehr schön. Das ist so komisch, wenn man das nicht so immer macht und so, dann muss man aufgeregt. Ich komme rein
in den Laden und ich sehe die Steffi. Ich wusste noch gar nicht, wie sie heißt. Ich sehe sie und ich wusste, genau, die finde ich gut. Und dann geht er rum und findet sie für mich. Also wir gehen mal rein und trinken was. Wer wird getreten? Ihr zusammen? Ja, das finde ich gut. Das läuft ja besser hier, als ich gedacht habe. Ich habe erst gedacht, so, ich probiere es mal. Aber dass sie jetzt schon was trinken wollen, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Die zwei scheinen sich auf Anhieb zu verstehen und schalten voll in den Flirt-Modus. Als Gina und ich uns kennengelernt haben, waren wir irgendwie direkt so vertraut miteinander. Also wir hatten so gar keine Anlaufschwierigkeiten. Und wir lachen, wir haben Spaß, es passt sehr gut. Also ich bin sehr, sehr stolz auf den Sam, dass er mich so gehatet hat und wir uns so angezickt haben dafür, weiß er ja schon, was ich will. Jede Flasche mit sein Deckelchen, oder? Soll das ein Zeichen sein? Ja, guck mal. Super. Also schon die Outfits, jetzt passt noch. Ja, jetzt Outfits. Jetzt passt auch noch das Deckelchen und die Flasche. Da. Siehst du? Also ich würde sagen, die Steffi müssen wir auf jeden Fall mal noch mal sehen. Also außerhalb. Wir müssen wir mal zum Casting ein. Gibt's ein Casting jetzt auch noch? Um Gott. Steffi ist im Recall, sagen wir es mal so. Sie ist locker, flockig, sie ist gut drauf, sie ist hübsch, sie ist nett, sie ist lustig. Alles, sie hat alles. Ich muss sagen, die Steffi, die hat echt das ganze Paket. Eine ganz, ganz tolle Frau. Schade, ich will das doch nicht so sehen. Ich finde das schon krass. Manche Sachen, das soll so sein. Es ist nicht abgesprochen. Das glaubt uns doch keiner. Erst wird ganz locker getanzt. Und dann ganz feste geknutscht. Überraschung? Nein, Gina Lisa. Der erste Kuss mit Gina war tatsächlich sehr aufregend und hat sich einfach gut angefühlt. Und das beruht definitiv auf Gegenseitigkeit, oder Gina Lisa? Gina Lisa. Am ersten Abend hat schon auch so gleich bei uns gefunkt. So schnell kann's gehen. Flocke war nicht da, da war all eyes, alle Augen nur auf Steffi gerichtet. Ja. Ich habe ihn echt tatsächlich vergessen. Sie hat es geschafft, dass er überhaupt nicht mehr in meinen Gedanken war. Dafür gibt es jede Menge Lippenbekenntnisse. Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge durch die Gegend, das ist einfach schön mit ihr. Guck mal, und so schnell ist Flocke vergessen. Ja, ich sag mal. Aber hättest du gedacht, dass sie so schnell knutschen? Hör mal, wer in 3 Monaten heiraten will, der muss einen Zahn drauflegen, oder was? Der hat keine Zeit zu verlieren. Wahnsinnig liebe, tolle, attraktive Frau. Da ist irgendwie so eine gewisse Anziehung da, also von daher. Wir ziehen uns gegenseitig an, wie so Magnete. So.